Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Hidden Folks. Hier könnt ihr euch über mich lustig machen, weil ich blind bin und wahrscheinlich keine Sachen finde. Also es geht hier darum, scheinbar Sachen zu finden. Es ist auch in deutscher Sprache verfügbar, das ist cool. Und ist zeitgleich, glaube ich, mit der Mobile-Version erschienen. Dann sehen wir mal. Forscher Garland ist fasziniert von der Zunge dieses Reptils. Forscher Garland. Was ist, das der hier? Jawohl. Okay. Den haben wir jetzt. Was ist das? Diese Riesenschlange wühlt sich sehr gern durchs Unterholz. Was ist das? Ah, das ist keine Schlange. Du bist eine Schlange. Ja? Ist das nicht die Riesenschlange? Also, groß ist die schon. Das ist auch keine Schlange. Aber den hier, ist das hier? Kiki der Affe liebt gemütliche Verstecke. Du bist ein Versteck. Vielleicht kann ihm das Versteck hier weg machen. Ja, was ist ein gemütliches Versteck? Da ist er. Kiki der Affe. Die einzige reife weiße Banane ist noch zu haben. Eine weiße Banane. Die sieht auch unglaublich groß aus. Eine weiße Banane. Ich werde verrückt. Weiter. Zurück kann ich zoomen, aber weiter reinzoomen kann ich nicht mehr. Ja, den haben wir schon, ich weiß. Ah, hier ist die Schlange. Oh, okay. Jetzt brauche ich noch die einzige reife weiße Banane. Du bist keine Banane. Der hat Bananen. Das sind Bananen. Das ist die weiße Banane. Jawohl. Wage dich in den Dschungel vor. Oh. Wow. Okay. Hier haben wir. Der ungemütliche Sitzplatz ist das kleinste Problem für diesen Mann in Not. Der ist einfach. Okay. Der eleganten Jessie zufolge sind Nickerchen in Baumkrone noch immer die besten. Oh. Ah, hier. Den habe ich hier gerade gesehen. Der fliegende Affe. Hui. Oh, das ist gar nicht einfach. Bist du? Hier sollte irgendwo eine liegen. In den Baumkronen. Auf jeden Fall hier oben. Auf jeden Fall ein wirklich netter Grafikstil. Auch nur mit Schwarz und Weiß. Ich finde es wirklich nett. Kommt mit wenig Effekten aus, aber hat durchaus irgendwie Stil. Wer bist du? Ach, okay. Der Ornithologe ist gerade so ziemlich im siebten Himmel. Der sieht ziemlich viele Vögel. Du bist auch nichts. Wo ist der Mensch mit der Gitarre hier? Bring, bring, die Frau mit der Gitarre lässt Musik erklingen, die die Herzen von Männern und Reptilien erwärmt. Ah, okay. Oh, hier ist der ist auch sicher der Panda-Bär. Flauschige Panda tut das, was flauschige Pandas so tun. Fressen. So, eins muss ich noch finden.
um den nächst, das, in das nächste Gebiet kommen zu können. Dusch. Aber wo ist der Gitarre? Ah, hier ist der. Bling, bling. Dann sehen wir uns mal kurz weiter um. Das eine machen wir hier noch. Hier gibt es nichts zu finden. Hilft dem Wanderer, das Dorf zu durchqueren. Dem Wanderer. Ah, ich muss ihm hier den Weg frei halten. Da kann ich nicht aufmachen. Was kann ich sonst machen? Ah, da geht er eh einfach vorbei, okay. Was jetzt? Kann ich die auch mal abschneiden? Ja. Ah. Ist ja witzig. Was macht er jetzt? Weg hier. Die. Na, das haben wir schon gesehen, das können wir jetzt machen. Ja, das Dorf ist eh nicht mehr recht groß. Das ist ja, das ist richtig nett. Okay. Warum? Ah, jetzt geht's. Okay. Ich denke, das war's. Oder? Juhu, nimm ein Zelt mit. Hier gibt es wieder nur vier Sachen zu finden. Eine Gitarre, bitteschön. Aiden will unbedingt gefunden werden, der ist hier. Yay. Ella probiert die Luftmatratze aus. Ist die im Zelt? Und mit schmutzigen Händen eilten die Rabauken zum Lagerfeuer zurück. Ella wird ihre Haarbürste niemals finden. Uah. Mit, wie ist da gestanden? Mit schmutzigen Händen, das heißt, sie haben gegraben. Genau. Auch nett mit immer diese kleinen Hinweise. Und auch, wo sich, boah, so solche Riesengebiete mit so kleinen Abwechseln. Und hier wuselt es nur so herrlich. Hier kann man überall aufmachen. Und auch so niedliche. Ah. Und auch so niedliche Soundeffekte dazu. Feuer aus an. Da gibt es einfach so viel. So viel zu entdecken. Das ist mal richtig liebevoll gemacht. Das ist schön. Gefällt mir sehr gut. Oh. Okay, das hier muss ich noch zeigen. Im Menü kann man schauen, was hier alles noch kommen wird. Wir waren hier im Wald unterwegs. Das nächste ist das Ödland, dann eine Stadt, wo es demnächst weitergeht, mit einer Fabrik, wo es demnächst auch noch weitergeht. Also durchaus einige Sachen zu entdecken und man kann auch jederzeit zurück und
Sachen, die man noch nicht gefunden hat, so wie hier zum Beispiel, kann man dann weitersuchen. Okay, aber jetzt war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.